Rekordhitze in der australischen Küstenstadt Adelaide. Am Donnerstag standen die Thermometer auf knusprigen 46,2 Grad Celsius. Grund genug für diesen Pubbesitzer, einfach mal Freibier an seine Kunden auszugeben. Die Leute in den Straßen empfanden die Rekordtemperatur hingegen als gar nicht so angenehm. Ich fühle mich, als hätte ich gerade mein gesamtes Körpergewicht ausgeschwitzt und ich war bei Hungry Jack's und habe ungefähr 6 eiskalte Getränke gekauft. Ich habe heute Morgen gearbeitet, aber wegen der Temperatur war es fast unmöglich. Es ist einfach eine Mordshitze. Ich habe versucht, Wasser von einem Brunnen zu trinken. Es war kochend heiß und ich habe mir den Mund verbrannt. Die Hauptstadt des Bundesstaats South Australia befindet sich mitten im Hochsommer, der zurzeit die südliche Hemisphäre beherrscht. Der vorherige Temperaturrekord lag bei 46,1 Grad Celsius und geht auf das Jahr 1939 zurück.